Sie haben in Tschechien im Gefängnis gesessen, zu Zeiten des Ostblocks. Vom Gefängnis von damals bis heute zum Papstwähler, ist es ein weiter Weg? Und was ist das für ein Weg, den Sie gegangen sind? Man muss mal sagen, ich bin da wie ein Knabe oder wie sagt man in der englischen Märchen, wie die kleine Alenka in einem Reich der Wunder. Ja, In einem das, ja, Wunderland. das muss man sagen, da habe ich keine Vorstellung, dass ich einmal im Leben bin ich hier in Rom. Ja. Aber das ist schon die lange, lange Zeit. Ihr Vorgänger Kardinal Wilk hatte, wie man sagt und hört, großen Einfluss auch auf die Wahl von Papst Benedikt. Treten Sie jetzt in seine Fußstapfen? Wir alle sind überzeugt, das kommt die neue Etappe in der Kirchengeschichte, dass wir, die Katholiken in Europa, sind Minderheit, nicht wahr? Unter 20% der katholischen Bevölkerung der Welt. Und in diesem Sinne müssen wir mehr rechnen mit der Internationalität der Kirche. Es gab einen polnischen Papst. Ja. Es könnte einen tschechischen Papst geben. Davon bin ich überzeugt, das ist keine Rede davon, das konnte man sagen, konnte man spüren, die drei Punkte. Ja, das sind die drei Fragen. Ob ist noch die Zeit für einen Papst aus Europa? Der zweite Punkt ist die Reform der römischen Kurie. Wenn die Zahlen der Katholiken vom Zweiten Vatikankonzil sind verdoppelt. Ja, das ist nicht die Kirche mit 600 Millionen Gläubigen, aber mit 1 Milliarde und 200 Millionen. Ja. Das ist für die römische Kurie sehr, sehr starke Arbeit, harte Arbeit. Ja. Wenn das ist nicht nur Problem mit den Zahlen, aber auch mit den neuen Medien. Ja, es gibt nicht nur Telefon oder die Briefe, aber E-Mail und so und so. Das ist wirklich zu viel. Und ein dritter Punkt ist, ob Papst ist nur, könnte man sagen, nur Chef der katholischen Kirche, aber er ist natürlich auch Hauptrepräsentant der Christenheit. Und Papst ist wirklich auch eine Weltpersönlichkeit, eine Weltautorität im moralischen Sinne. Und das bin ich überzeugt, was ist die erste Priorität oder die Priorität der Prioritäten. Das konnte man spüren, nicht nur von meiner Seite, aber auch von der älteren Kardinälen. Das denken wir, dass die Hauptaufgabe des Papstes ist, er muss als Weltprediger, als Weltmissionär sein. Wenn 4 Milliarden der Bevölkerung der Welt sind nicht die Christen, und das ist unsere Aufgabe auch hier zwischen ihnen, das Evangelium predigen. Ja. Man hört von Problemen in der Kurie, im Vatikan. Die Kardinäle haben, so man hören kann, auch darüber gesprochen, weil man ja auch in die Zukunft schauen muss. Welcher Papst, welcher Mann, welcher Kardinal kann es leisten, als ein Seelsorger aufzutreten, als ein Missionar, aber auch als Diplomat und auch als einer, der den Vatikan in den Griff kriegt? Ja, aber ich denke, das ist nicht möglich, die alle Aufgaben nur auf den Papst richten. Ja, das müssen wir rechnen. Das ist auch die Rolle des Staatssekretärs. Ja, und konnte man sagen, die Kurie braucht mehrere Kräfte. Und das ist auch ganz klar. Das muss sein, aber das kommt auch die Zeit der Dezentralisation der Verwaltung der Kirche, muss man sagen, das ist die Frage der Kollegialität und auch die neue Wiederentdeckung der Kontinenten, das heißt der Bischofskonferenzen, Kontinentalbischofskonferenzen und Nationalkonferenzen. Ja.